Ja, hallo, hier bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Heute möchte ich gerne diesen Kerzenständer hier, der ist uralt, mal dekorieren, und zwar auch so ein bisschen maritim, in meine maritime Ecke dorthin. Jetzt habe ich gedacht, dass ich das Segelboot und hier so ein Rettungsring und sowas alles da anbringe. Mal gucken. So, ich wollte gerne das hier so anbringen. So oder so oder so. Dazu habe ich mir gedacht, nehme ich mal diesen weichen Draht und mal gucken. Ja. Mal sehen, wie das geht. Ob das überhaupt funktioniert. Könnte funktionieren, wenn ich das jetzt mal mit einer Zange ganz eng drehen würde. Das mache ich gleich. Vielleicht müssen wir das tun. Ja, das müssen wir ein bisschen enger machen. Das haben wir dann schon mal fest. So, dann würde ich gerne die Teelichte da reinmachen. Aber auch die muss ich ein ganz bisschen festmachen. So, das war das. Dann hätte ich gerne, ich denke mal das hier, mal sehen, wenn man das hier unten macht. So zum Beispiel, damit das da auch noch mal ein bisschen hat. Auch das klebe ich jetzt an.
noch ein Stück. Heute etwas umständlich. Ich wollte nicht so gerne von dieser Seite in die Kamera, damit ihr meinen Arm nicht seht, wo ich tüffeligerweise von der Leiter gefallen bin. So, das finde ich so schon mal ganz schön. So, hier dran werde ich jetzt so einen Schlachter machen. Daran kann ich nämlich gut den dran machen. Und diesen Haken, den werde ich noch ein bisschen hier mit diesem Draht festmachen. So. So gehen so. Dann dreht er sich jetzt weg. Wird ein bisschen fixiert. So. Und jetzt wollte ich gerne hier, wo man das jetzt so sieht, noch ein paar Muscheln anmachen. Das muss man natürlich jetzt alles ein bisschen festhalten. Sonst fällt das alles runter. Das werde ich jetzt mit der Muschel und vielleicht so ein paar Korken, passen ja auch immer schön, halten auch gut. Die Muschel rutscht ja. Wäre gut, wenn das auch mal auf meine Füße gefallen wäre. Ich bin schon überall lidiert. Ich weiß auch nicht. Irgendwo. Das stimmt nicht. So. Das mache ich jetzt mal lustig immer weiter. Ich zeige euch dann gleich, und die will einfach nicht die Schnecke. Aber es ist so warm, es kühlt auch gar nicht aus, die Klebe. Das passt ja auch noch schön dran.
So lange könnt ihr gar nicht zugucken. Ich werde das jetzt hier alles rundherum noch ein bisschen bekleben, auch von der anderen Seite. Und dann zeige ich euch gleich, wo ich es hinstellen werde. Ja, guck mal, und hier ist jetzt meine Ecke, die so ein bisschen mediterran ist. Eigentlich ist das so eine, ja, eine Ecke, wo ganz viel rumsteht. Aber ich finde das trotzdem eigentlich ganz nett hier. Hier ist der Kranz vom letzten Mal. Hier habe ich immer so Kisten hingestellt mit Kissen drauf. Also eine Kiste mit Kissen. Hier unten ist der Korb, den habe ich auch letztens gemacht. Hier hinten sind Blumen, die eigentlich immer warten, dass sie irgendwo anders hinkommen. Das ist so die Blumenwartestation. Wie gesagt, hier habe ich den jetzt hingestellt. Da habe ich ja diese zwei Teelichthalter drauf und ja, da kann man dann abends auch ein bisschen Licht anmachen. Und was ich euch noch mal zeigen wollte, ich war letztens in einem Schaugarten und da war so ein kleiner Flohmarkt und da habe ich dann diese schöne, ja, diesen schönen Topf gefunden. Seht ihr das? Da ist ein Vogel drin und von außen ist der auch so blau. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und auf dem Deckel, könnt ihr das sehen? Da ist auch noch mal der Vogel. Wozu dieser Topf mal benutzt wurde, weiß kein Mensch. Ich dachte erst, das wäre ein Nachttopf, aber man erzählte mir dann, der wäre irgendwie gebuttert worden oder irgend so etwas. So. Naja, nun könnt ihr das alles noch mal sehen. Hier hinten meine Tür, meine ganz schmutzige, weil es geregnet hatte irgendwann die Tage und dann geht der Schmutz da immer so gegen und ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu machen. Ja, vielleicht gefällt euch ja meine kleine Ecke und ich bekomme einen Daumen hoch, da würde ich mich natürlich ganz doll freuen. Ansonsten machen wir ja nächste Woche diesen Gartenrundgang. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein paar Schwierigkeiten mit meinem linken Arm und überhaupt mit meiner linken Seite, weil ich ja so gefallen war im Wohnmobil von der Leiter. Sollte man ja auch nicht machen. Aber ihr kennt das vielleicht auch, diese senile Bettflucht. Und kein Licht anmachen und rums war ich unten. Ich glaube, ein Zeh gebrochen. Zwei sind ganz dunkelblau, der Arm, die Seite, der Fuß. Also ich schone mich jetzt mal ein bisschen und mache euch dann aber den versprochenen Gartenfilm. Ja, die eine Ecke habt ihr ja dann schon mal gesehen. Also dann bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel.